Ja, liebe Leute, grüßt euch, servus, habe die Ehre, ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Hier geht es um die Schönheit des Ultraleichtfliegens und eben alles, was so der Besitz eines Ultraleichtflugzeugs mit sich bringt. Ja, und heute steht eben ein Pflichttermin an, ihr habt es vielleicht schon erraten. Und zwar jedes Ultraleichtflugzeug muss ja bestimmte Wartungsintervalle durchlaufen. Und meine C42, die hat jetzt noch ungefähr 3 Stunden übrig und dann wäre die nächste 100-Stunden-Kontrolle fällig. Und deswegen habe ich heute einen Termin bei Condor Aviatics in Mengen-Hohentengen. Und ich bereite jetzt soweit alles vor und dann würde ich sagen, wir sehen uns im Cockpit wieder. So, an der Stelle hier ein herzliches Willkommen aus dem Cockpit der C42. Ja, man weiß gar nicht, was man anziehen soll. Gerade eben noch ein Jäckchen rumgesprungen, 13 Grad, bockfrisch. Und heute Mittag sollen es wieder 30 Grad werden, also verrückt, verrückt. Ich würde sagen, los geht's. So, phänomenales Steigen, ganz ungewohnt im Sommer. Ja gut, wenn es draußen so kalt ist. Jetzt fragt sich der ein oder andere bestimmt zu Recht, Mensch Alex, du hast weltweit hast du Fahrwerke zerlegt von Verkehrsmaschinen. Komplett zerlegt, wieder montiert und 2 Stunden später saßen da 150 Leute drin und sind weggeflogen. Und warum kannst du die 100-Stunden-Kontrolle nicht einfach selber machen? Ja, du bist ja selber im OL-Bereich, fachkundiges Personal. Darf die Arbeiten selber durchführen. War aber ganz ehrlich, das ist meine erste 100-Stunden-Kontrolle und ich habe noch nie eine gemacht, ich habe noch nie eine gesehen. Ich habe keinen Plan davon. Da wäre das, glaube ich, am falschen Fleck gespart, wenn ich jetzt anfangen würde, hier selber irgendwas rumzuschrauben, irgendwelchen Ölwechsel zu machen oder sonst was. Das heißt, ich mache das jetzt mal mit, lasse mir das vernünftig zeigen und dann kann man ja in Zukunft schauen, was man selber macht und was nicht. Aber an der Stelle jetzt hier sparen und das Ganze selber machen, obwohl man keinen Plan davon hat, ist absoluter Quatsch. Deswegen, ich lasse es machen und lerne ich wieder was dabei. Alles gut. Sierra, willkommen in Mengen. Wo kommen Sie her? Vielen Dank, liebe Frau Sierra aus Bad Waldsee und ich müsste zum Condor. Ich habe eine grobe Ahnung, wo es lang geht, ansonsten melde ich mich nochmal. Danke. So, ja, es geht auch schon Schlag auf Schlag hier. Also wir haben jetzt das Öl abgelassen, werden dann den Luftfilter tauschen, den Ölfilter tauschen und sie mal genau anschauen. Und bis jetzt schaut das Ganze ganz gut aus.
Ja, der Roland möchte nicht so gern gefilmt werden, ist kein Thema, aber ich zeige euch trotzdem noch so ein paar Ausschnitte von der Arbeit, die wir hier machen. Und jetzt machen wir auf jeden Fall mal den Ölfilter auf und gucken, ob da noch alles sauber drin ist oder ob wir irgendwelchen Abrieb vom Motor drin haben. Normal. Aha. Weil wir haben Kurbelwelle Gleitlager, das sind also keine Kugellager oder sowas, okay, sondern Gleitlager, und die, ja, sind aus Messing. Mhm. Und da hast du immer ein bisschen so Abrieb drin. Und wir schauen jetzt hier, schauen wir nach große Teile. Weißt du, so ein Millimeter groß sind. Also alles nichts Großes zu finden. Mhm. Das ist. Ja. Schaut gut aus. Genau. Dann kontrollieren wir gleich noch das Getriebe. Da schauen wir jetzt auch nach großen Teilen. Mhm. So Abrieb, den du jetzt da siehst, der ist völlig normal. Den machen wir jetzt hier mal auf das weiße Tuch und gucken, dass wir da keine großen Teile haben. Aha. Weißt du, wo vom Getriebe, okay, praktisch abplatzt. Und das sieht also wirklich. Das heißt, jeglicher Abrieb im Getriebe wird dann durch den Magneten, genau, angezogen. Genau, genau. Oh ja, das ist aber auch smart, ne? Ja, ja, das ist gut. Nur unsmart ist, wenn halt große Teile dranhängen. Dann ist es aber ein Problem, ne? Bescheid. Gut, dass wir mal geschaut haben. Also die Kugelköpfe, die waren fest, die haben sich nicht mehr gedreht. Und das kann eben laut Roland im schlimmsten Fall dazu führen, dass bei einer harten Landung das Gewinde reißt. Und wenn man dann noch bremst, kann sein, dass das ganze Fahrwerk nach hinten wegklappt und der Flieger liegt mit dem Bauch auf dem Boden. Also haben wir jetzt wieder freigängig gemacht. Das Ganze nochmal angepasst mit Scheiben. Ja, ich hatte jetzt noch den Wunsch, den Propeller ein bisschen mehr auf Reise zu stellen. Bei meinem letzten Fly-In-Video von Nortel, da sieht man es vielleicht ganz schön, es waren knapp 30 Grad und die Maschine war nach 100 Metern in der Luft. Also ganz so viel Torque am Anfang brauche ich nicht, da hätte ich lieber ein bisschen mehr Reisegeschwindigkeit. Und jetzt haben wir eben den Dreiblatt von 21 Grad auf 22 Grad ein bisschen steiler angestellt. Und mal schauen, ob es was bringt oder nicht, wir haben es einfach mal ausprobiert. Aber ich glaube, ein bisschen was kann man noch rauskitzeln. So, der Flieger ist wieder zusammengebaut. Wir sind fertig soweit. Ich muss wirklich sagen, der Roland, ganz, ganz feiner Kerl, hat er echt super gemacht. Jeden Schritt hat er mir erklärt, hat mich mitgenommen, was gerade gemacht wird. Ich habe wirklich viel über mein Flugzeug erfahren, viel über den Rotax-Motor, viel über die C42. Bin ich wirklich mega happy, dass ich das gemacht habe. Was leider nicht geklappt hat, war die Montage der Radschuhe. Die sind etwas zu klein für die großen Reifen, die ich montiert habe. Wenn einer von euch Radschuhe rumliegen hat von der C42, gebt mir bitte Bescheid, meldet euch bei mir. Ja, ansonsten sehr erfolgreicher Tag. Wirklich bin ich mega happy, dass ich das gemacht habe und ich selber angefangen habe, da irgendwo rumzuschrauben. Ja, so lernt man einfach noch die Tipps und Tricks. Der Roland, der macht das seit 25 Jahren und erklärt das auch wirklich super. Also bin ich wirklich mega happy. So, jetzt fliegen wir wieder heim und ich würde sagen, wir sehen uns in der Luft wieder. Thank you.
Und jetzt immer wieder, wo es uns am besten gefällt, in der Luft. Sehr schön. Mir ist der Flug ein bisschen zu kurz, muss ich sagen. Also das sind jetzt gerade mal noch 10 Minuten Flugzeit. Bis nach Bad Waldsee ist mir ein Ticken zu kurz. Könnte ein bisschen länger sein. Ich überlege schon, ob ich irgendwo noch mal eine kleine Detour machen soll. Aber es ist mal wieder saubockig hier oben. Ja, jetzt werden sich natürlich viele die Frage stellen, hat sich das denn gelohnt, den Propeller einzustellen? Ich kann es euch noch gar nicht so sagen. Wir haben heute ziemlich starken Wind, sehr turbulent und jetzt im Moment habe ich Gegenwind und habe jetzt eine Groundspeed von 150. Habe ich sonst eigentlich mit der C42 so bei Rückenwind. Was ich aber sagen kann, ist, beim Gas geben ist sie viel, viel ruhiger. Also davor hat sie richtig vibriert und richtig wild getan. Und jetzt, wenn man jetzt Vollgas gibt beim Start, ist es deutlich angenehmer, deutlich ruhiger. Und sie dreht bei Vollgas auch nicht mehr so hoch. Also jetzt waren es bei 5000 Umdrehungen. War auf jeden Fall ein echt toller Tag heute, also hat echt Spaß gemacht. Also sich mit seinem Flugzeug auseinanderzusetzen, ist, denke ich mal, absolut nicht verkehrt. Und wenn man sich das beim ersten Mal nicht zutraut, in 100-Stunden-Kontrolle, ist, denke ich mal, auch nicht schlimm. Das ist eine Scheißlandung, du. Gibt's doch gar nicht. Ja, trotzdem herzlich willkommen zurück hier in Bad Waldsee. Mann. So ihr Lieben, willkommen hier zurück aus Bad Waldsee. Ja, war echt ein toller Tag, muss ich sagen. Also ich habe jede Menge gelernt über meinen Flieger, über meine C42. Ich habe auch gelernt, dass man ab und zu mal wirklich eine Scheißlandung hinlegen muss. Keine Ahnung warum, also wir haben richtig straffen Seitenwind, 90 Grad, der ziemlich böig kommt. Vielleicht lag es auch einfach daran. Aber ich habe mir gerade noch mal das Video angeguckt vom Landen. Also es schaut von außen gar nicht so schlimm aus. Vielleicht war es auch gar nicht so schlimm. Aber es hat sich nicht so toll angefühlt. Aber vielleicht, keine Ahnung, was es war. Auf jeden Fall bin ich wieder heil zurück. Hat Spaß gemacht. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Abonniert gerne den Kanal, lasst mir ein Like da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Servus. Ciao.